Der Suezkanal ist eine der wichtigsten Wasserstraßen der Welt. Er erstreckt sich zwischen den ägyptischen Hafenstädten Port Said und Port Tufik bei Suez und verbindet das Mittelmeer mit dem Roten Meer. Inklusive aller Zufahrtskanäle hat er eine Länge von 193 Kilometern. Für die Seeschifffahrt ist der Kanal eine bedeutende Abkürzung, weil er Schiffen auf dem Weg vom Nordatlantik in den Indischen Ozean den langen Weg um Afrika herum erspart. Die Wasserstraße darf von allen Handels- und Kriegsschiffen aller Staaten zu allen Zeiten und zu gleichen Bedingungen benutzt werden. Einzige Einschränkung: Kriegsschiffe kriegsführender Staaten dürfen im Suezkanal weder halten noch versorgt werden. Der Suezkanal ist für den weltweiten Seehandel von entscheidender Bedeutung. 1869 wurde die Verbindung zwischen Mittel- und Rotem Meer eröffnet. 1956 verstaatlichte der damalige ägyptische Präsident Jamal Abdel Nasser den Kanal, der bis dahin von Großbritannien und Frankreich verwaltet wurde. Der Schritt löste die Suezkrise aus, in deren Verlauf britische, französische und israelische Truppen einen Teil Ägyptens besetzten. Ohne Erfolg, Nasser setzte sich durch. Nach der Verstaatlichung entwickelte sich der 192 Kilometer lange Kanal zur wirtschaftlichen Lebensader Ägyptens. Kairo hofft nun, dass sich der Verkehr auf dem nun gegenläufig befahrbaren Kanal durch den Ausbau in den kommenden Jahren vervielfachen wird. Außerdem sollen die Einkünfte von derzeit umgerechnet rund 5 Milliarden Euro jährlich auf mehr als 11 Milliarden Euro im Jahr 2023 steigen. Zum ersten Mal seit mehr als 30 Jahren sind zwei iranische Kriegsschiffe durch den Suezkanal gefahren. Der Militärrat, der Ägypten derzeit regiert, hatte die Durchfahrt einer Fregatte und eines Hilfsboots genehmigt. Der Iran habe zuvor versichert, die Schiffe seien unbewaffnet. Die Schiffe sind unterwegs nach Syrien. Israel, das sich vom Iran bedroht fühlt, hatte die Passage wiederholt scharf kritisiert. Obwohl zugestanden wird, rechtlich gibt es keine Grundlage für ein Verbot. Die Durchfahrt war den Iranern zuvor mehrfach verweigert worden. Iran ist hier. Die Botschaft ist klar, Iran ist präsent, die Vereinigten Staaten werden immer schwächer, Staaten wie Ägypten taugen nicht mehr als pro-westliche Pfeiler im Nahen Osten. Ich meine, Iran versucht daraus Kapital zu schlagen. Israel betrachtet die Passage als Provokation, so dessen Außenministerium im Vorfeld. Nach der mehr als 100 Jahre alten Konvention von Konstantinopel kann der Kanal von allen Schiffen aller Nationen zu allen Zeiten benutzt werden. Russland liefert nur doch Fliegerabwehrraketen an Iran. Das erlaubt ein Erlass von Präsident Wladimir Putin. Das Waffengeschäft mit Iran war 2010 gestoppt worden, im Zuge der internationalen Sanktionen. Russland will die Sanktionen nun möglichst schnell beenden, nachdem sich vor allem westliche Staaten und Iran Anfang des Monats auf ein Rahmenabkommen einigten, das Irans umstrittene Kernforschung regeln soll. Außerdem wurde jetzt bekannt, dass Russland Iran große Mengen an Erdöl abnimmt. Dafür liefert es zum Beispiel Getreide und Baumaterialien. Der Iran hat gemeinsam mit Russland und China ein Marinemanöver im Indischen Ozean begonnen. Bei dem ersten trilateralen Manöver geht es darum, die Sicherheit im nördlichen Teil des Indischen Ozeans zu gewährleisten. Die Straße von Hormus, die den Persischen Golf im Westen mit dem Golf von Oman, dem Arabischen Meer und dem Indischen Ozean im Osten verbindet, ist eine der wichtigsten Seestraßen der Welt. Fast ein Drittel des weltweiten Ölexports wird durch die Meerenge verschifft. Israel fast gelähmt ist, wenn die iranischen Schiffe auf dem Weg nach Syrien nach der Überquerung des Suezkanals im Mittelmeer segeln, weil die was erreichbar war, als Israel gegen Boden- und Lufttransporte von Waffen aus dem Iran nach Syrien operierte, ist nicht gültig, wenn die Aktion auf sie unter einem russischen Dach stattfindet. Laut israelischen Verteidigungsquellen kann diese Flotte Handelsschiffe über und unter Wasser schützen. Israel führte hunderte von Angriffen auf Konvois auf dem Weg in den Libanon. Die russische Nachrichtenagentur Sputnik berichtete am 17. April aus speziellen Quellen, dass im Mittelmeer ein dreifaches russisch-iranisch-syrisches Bataillon errichtet werden würde, um die sichere Ankunft von Öl
und Mehltransporten und anderen Gütern in syrischen Häfen in Syrien zu gewährleisten. Diesen Quellen zufolge haben bereits Gespräche zwischen Russland, dem Iran und Syrien stattgefunden, um die erstickende Belagerung Syriens durch die USA und Europa zu brechen. Neben den USA auch die Chinesen ihre ersten Kriegsschiffe in die Region geschickt haben. Wie man jetzt hier beispielsweise bei diesem Artikel sehen kann, von der österreichischen Seite express.at, sieht man jetzt hier, dass die chinesische Volksbefreiungsarmee insgesamt 6 Kriegsschiffe vor der Küste Israels stationiert und damit die Spannungen verschärft. Juni 1967. 14 Handelsschiffe aus aller Welt sind in der Falle, gefangen im Bittersee, in der Mitte des Suezkanals. Zwischen den Fronten des Sechstagekrieges, bewacht von israelischen und ägyptischen Soldaten, heißt es: Maschinen stopp. Für eine sehr, sehr lange Zeit. Auf dem Bittersee spielte West und Ost keine Rolle. Die Seeleute diskutierten wenig über Politik, sondern halfen sich einfach gegenseitig. Es wurde immer beigebracht, dass der eine Teil gegenüber dem anderen feindlich eingestellt ist. Das, was die Propaganda uns immer vermittelt hatte, wurde jetzt für alle unwichtig. Mitten im Kalten Krieg lernten sie sich kennen. Am Kilometer 101 verhandeln Israelis und Ägypter nach 7 Jahren permanenten Kriegszustands nun zum ersten Mal wieder direkt miteinander. Als Folge des Truppenentflechtungsabkommens räumt die israelische Armee die Suezkanalzone und das Ufer des Bittersees. Die Truppen ziehen sich auf eine Linie entlang dem strategisch wichtigen Mitla-Pass auf dem Sinai zurück. Beiden deutschen Schiffe laufen am nächsten Morgen, am 8. Mai 1975, in den Suezkanal ein. Sie sind die einzigen, die mit eigener Kraft die Falle Bittersee verlassen können. Ihre Gefangenschaft endet nach 2891 Tagen. Auch für die Ägypter hat der Tag eine große Bedeutung. Die Öffnung des Suezkanals verspricht nach Jahren wieder Einnahmen, die dringend benötigt werden. Der Suezkanal ist seit Jahrhunderten der zentrale Knotenpunkt des globalen Handels. Durch ihn verläuft nicht nur der lukrative Handel zwischen Europa und Asien, sondern er verbindet auch die Ölfelder des Nahen Ostens mit dem Rest der Welt. Wie wichtig er für die Weltwirtschaft ist, zeigte sich im Jahr 2021, als das Containerschiff Ever Given für 5 Tage in dem Nadelöhr stecken blieb und dadurch die gesamte globale Lieferkette für kurze Zeit ins Wanken geriet. Doch genau in diesem Kontext gewann ein geplantes Projekt aus Israel einen neuen Platz im Rampenlicht. Denn Israel plant die Schaffung eines neuen Alternativkanals zwischen dem Roten Meer und dem Mittelmeer. Ein wahres Megaprojekt, das den globalen Handel und damit die Machtverhältnisse der Region für immer verändern könnte. Denn dieses Projekt soll nicht nur die Abhängigkeit vom Suezkanal verringern, sondern gleichzeitig Israels Aufstieg zur unverzichtbaren Regionalmacht ebnen.